Jede dritte Ehe in Deutschland scheitert. Wenn Väter sich dann verdrücken, keinen Unterhalt zahlen und Mütter mit dem Entzug der Kinder drohen, werden Kinder zur Waffe im Scheidungskampf. Wir machen uns auf die Spur dieser Rabeneltern. Jugendamt Hamburg Zentrum. Eine Mutter braucht Geld, weil der Vater keinen Unterhalt zahlen will. Wir wollen im Jugendamt erfahren, warum Väter so einfach davonkommen, denn das kostet den Steuerzahler pro Jahr rund 900 Millionen Euro. Es wird dann so sein, dass wir den Vater unter dieser Anschrift jetzt sofort anschreiben werden, ihn auffordern werden, erstmal grundsätzlich Unterhalt zu zahlen für die Kinder. Er meint, lieber bin ich arbeitslos, dann muss man nichts zahlen. Von Sozialgeldern kann man ja nicht senden und sowas. So redet er dann. Der stellt sich da total quer. Mhm. Er will gar nichts mehr wissen, meldet sich auch nicht mehr. Auch von den Kindern nicht. Mhm. Diese Kinder bleiben auf staatlichen Unterhalt angewiesen. Auch die Kollegin des Sachbearbeiters nebenan weiß, dürfen Väter von ihrem Lohn maximal 900 Euro behalten, kündigen sie lieber, arbeiten gar nicht mehr oder verdrücken sich. Warum zahlt der Vater jetzt keinen Unterhalt für ihr Kind? Er hat 2 Monate bezahlt und dann einfach die aufgehört. Und ich habe gefragt, er ist arbeitslos und er bezahlt nicht. Und der Kindesvater, haben Sie zu dem überhaupt noch Kontakt? Nein. Ja, das ist ja immer so kompliziert, die Leute dann auch zu finden, die Väter, weil die ja auch ganz gerne mal wieder in die Türkei abtauchen. Meist bleibt der Staat auf den Schulden der Väter sitzen. Ob sie wirklich nicht zahlen können? Haben Sie den Eindruck, es gibt auch Väter, die eigentlich zahlen könnten, aber ihr Einkommen verschleiern? Gibt es sicher auch, ja. Es ist immer schwierig für uns, so auch so Schwarzarbeit nachzuweisen, weil wir eben die Möglichkeiten und Mittel nicht haben. Dem das zu belegen, dass der jeden Abend, was weiß ich, noch für die Nachtschicht die Morgenpost ausfährt oder irgendwie sowas, das ist schwer. Das ist in der Tat schwer. Es gibt auch durchaus Väter, die ganz knallhart sagen, nee, das mache ich nicht, dann kündige ich oder wie auch immer. Die schmeißen hin oder arbeiten beim Cousin und haben natürlich genauso viel Gehalt, wie der Selbstbehalt ist. Und das riecht förmlich nach Betrug, ne? Ja. Muss ich mal so sagen. Ja. Und da ärgert man sich wirklich die Pest. Ne? Ja. Die lügen uns teilweise auch so ins Gesicht. Wir fahren zu Frau Richter. Nach ihrer Scheidung tauchte ihr Mann ab. Arbeiten könne er nicht, teilte er seiner Ex-Frau, dem Jugendamt und dem Gericht mit. Mal waren es der Rücken oder eine Allergie, dann wieder eine Rechtschreibschwäche. Hi, na, Schule schon aus? Ja. Okay, und wie war es heute mit der Arbeit? Ja, war anstrengend. War anstrengend? Ja. Für Sebastian zahlte er nie Unterhalt. Frau Richter bekam Unterstützung vom Jugendamt, aber die gibt es nur 6 Jahre. Ihr Sohn wuchs inzwischen wie ein Windwurm, brauchte neue Schuhe und Klamotten, Klassenreisen standen an, Schulbücher mussten gekauft werden. Sie musste allein damit zurechtkommen. Neben ihrer regulären Arbeit übernahm sie Putzjobs. Ihr Ex-Mann lebt inzwischen bei seiner Mutter und behauptet, alles gehöre der. Dass er gar nichts zahlen kann und auch nicht arbeiten geht, weil er angeblich nicht kann, das kann ich so nicht glauben. Er ist mehrere Wochen mal nach Afrika gefahren oder auch nach Ägypten zum Tauchurlaub. Dann hat er sich ein luxuriöses Motorrad geleistet. Das habe ich ja selbst miterlebt und so. Und ich finde das sehr erstaunlich dafür, dass meine Oma nur so eine kleine Rente bekommt und mein Vater dafür, dass er angeblich so krank wäre, dass er nicht mehr arbeiten könnte. Finde ich das ganz erstaunlich. Frau Richter hat ihre Ersparnisse zusammengekratzt. Ein Detektiv soll ihren Ex-Mann beschatten und ihm auf die Schliche kommen. Arbeitet er nicht doch heimlich schwarz? Woher hat er das Geld für die Urlaubsreisen? Ja, wir hatten ja mal kurz den Bogen zu mir erzählt, worum es geht, dass jemand selten oder gar keinen Unterhalt bezahlt. Ja, das ist richtig. Also der gönnt sich ein Auto, der fährt in Urlaub, der hat Hobbys wie Funken, habe ich halt das Gefühl, dass da irgendwie vielleicht noch nebenbei was gearbeitet wird. Wenn er also außerhalb des Hauses wegfährt und arbeitet, dann würden wir das schon mitgeben. Wir versuchen natürlich dran zu bleiben, in der Hoffnung, dass er nichts merkt. Am nächsten Morgen in aller Frühe. Der Detektiv und seine Partnerin bereiten sich vor. Kamera und Mikrofon, Walkie-Talkie und Fernglas.
Für viele Frauen ist ein Detektiv die letzte Hoffnung. Er soll ihnen helfen, dem Rabenvater auf die Spur zu kommen, zu beweisen, dass er die Puppen tanzen lässt, ein gutes Einkommen hat, Unterhalt bezahlen könnte. Dem Jugendamt wird kein Außendienst zugestanden, der die Väter überprüft. Eine Gesetzeslücke, denn eine solche Kontrolle würde dem Steuerzahler viel Geld ersparen. Es geht schließlich um rund 900 Millionen Euro im Jahr Unterhaltsvorschuss. Nur ein Bruchteil davon wird zurückgezahlt. Der Detektiv hat schon oft Väter gestellt, die behaupteten, sie könnten nicht zahlen und dann doch emsig arbeiteten und Geld verdienten. Der Ex-Mann soll ein teures Hobby haben: Funken. Was ist die von dem? Von diesem Teil. Die Partnerin des Detektivs prüft erstmal, ob die angegebene Adresse stimmt, der Ex-Mann auch wirklich hier wohnt. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich einer aus dem Staub gemacht hätte. Und? Sie hat aber gestern erzählt von der verdunkelten Scheibe, ne? Ach ja, stimmt. Ja, also die Unsinn. Ja. Auf einmal öffnet sich die Haustür und der Gesuchte kommt heraus. Aber er geht nur zur Mülltonne. Aber so dick ist der aber gar nicht. Ja, dann hat sie auch genug. Trotzdem bleibt der Detektiv auf seinem Posten. Vielleicht geht der Mann doch noch zur Arbeit. Die meisten haben doch eine Arbeitsstelle oder arbeiten mehr als das, was sie angeben, ne? Angegeben haben vor Gericht, ne? Ach so, die also vor Gericht sagen, ich habe nur einen 400-Euro-Job. Richtig, genau. Mehr kann ich nicht und ne, bin ja so alt, schwer vermittelbar und so. Genau, aber da wirst du so bezahlt, ja. Ne, Schatz? Und in Wirklichkeit arbeiten sie mehr? Richtig. Ja. Um 11 hat er die Beobachtung abgebrochen, will dem Ex-Mann jetzt eine Falle stellen. Frau Richter hat erzählt, ihr Mann verkaufe häufig im Internet teure Funkgeräte. Vielleicht kann er ihm so auf die Spur kommen. Hallo? Ja, schön. Doch der Mann ist auf der Hut. Schon öfter hat seine Ex-Frau ihm die Tour vermasselt, ihn im Internet aufgespürt, Käufer auf ausstehende Unterhaltsschulden hingewiesen. Er ist auf die Offerten des Detektivs nicht eingegangen, blieb misstrauisch. Mhm. Er war sehr vorsichtig, hat sehr überlegt, bedacht, was er sagt. Mhm. Also hat jetzt nichts irgendwie, also er hat immer versucht, sich nicht, auch nicht zu versprechen, damit bloß nichts Verkehrtes sagt. Ne? Also war schon sehr vorsichtig. Am Nachmittag treffen wir Frau K. in einem Café. Sie hat den Unterhalt für sich und ihre Tochter vor Gericht eingeklagt und den Prozess gewonnen. Doch das heißt noch lange nicht, dass sie auch Geld bekommt. Zweimal kam der Gerichtsvollzieher unverrichteter Dinge zurück. Ihr Mann sei, ohne eine Adresse zu hinterlassen, verschwunden. So, ich habe meine Akte noch mitgebracht. Ja. Ich weiß nicht, was Sie noch brauchen. Im Prinzip haben wir ja die Adresse unserer Lebensgefährtin. Festzustellen wäre es einfach nur, er ist jetzt nach Köln gegangen, aber heißt nicht, dass er da wohnt. Er hat nur gesagt, er arbeitet da wahrscheinlich. Ja, und der hat mir damals mitgeteilt, eben, dass er nochmal Vater wird und dass er eine neue Freundin hat. Wo? In? Remscheid. Ja, mit zwei Kindern lebt sie da. Nun soll der Detektiv herausfinden, wo ihr Mann tatsächlich steckt. Erst dann hat sie Chancen, an ihr Geld zu kommen. Und deshalb findet er auch keinen Gerichtsvollzieher. Es kann eine Firmenwohnung sein, die der da hat. Deshalb ist er da auch nicht gemeldet, braucht er ja nicht, wofür. Und das Auto wird er dann auch schon. Aber wo lebt er dann mit seiner Freundin? Entweder lebt die mittlerweile auch da oder lebt die noch in Remscheid? Vor kurzem hat ihr Mann die gemeinsame Tochter zum Vaterwochenende abgeholt. Diesmal war Frau K. clever und hat sich die Autonummer notiert. Über einen Mittelsmann hat der Detektiv die Meldeadresse des Autos herausgefunden. Ein Büro in einer Stadt im Rheinland. In aller Frühe macht er sich auf. Der Gerichtsvollzieher hat einfach nur festgestellt, dass die Klage nicht zustellbar war. Aber nicht, wo der Ehemann tatsächlich lebt. Auch hier muss sich die Ehefrau mit Hilfe des Detektivs ihr Recht erkämpfen. Das Büro liegt in einem Gewerbegebiet. Aber ob der Ehemann dort auch wohnt? Der kleine Schuppen, der daneben an ist, ist irgendwie so... ja, keine Ahnung. Geh mal schnell auf. Guck mal, der ist am Fenster, da hinten. Ja, ja, schnell. Ja, ich habe ihn. Der sitzt, da ist der. Also vom laut Foto ist der da. Ja, der ist umgebüxt, ne? Das ist der, ja. Das ist der. Brille hat der auch an. Ja, die Brille. Der Detektiv will den Ehemann in seinem Büro aufsuchen.
Hat er dort ein Schild an der Tür, also eine Adresse, damit Frau K. den Gerichtsvollzieher in Marsch setzen kann? Wir kommen mit, denn uns interessiert, warum zahlt der Mann keinen Unterhalt für Frau und Kind? An der Tür ist ein Büroschild, innen im Haus auch das Namensschild des Ehemannes. Hallo Ulrich, guten Tag. Wir machen einen kleinen, wir kommen hier einfach rein. Wir machen einen kleinen Film, und zwar über Väter, die keinen Unterhalt zahlen. Und da wollten wir gerne mal mit Ihnen ein Gespräch führen, weil Ihre Frau sagt, dass sie hatte einen Titel erwirkt und der Titel sei nicht zustellbar, weil sie nicht aufzufinden seien und zahlten keinen Unterhalt. Und ich wollte Ihnen einfach Gelegenheit geben zu sagen, nein, das ist so, das ist nicht so. Ja, das ist nicht so. Und deswegen bitte, ich habe da einen Kunden stehen. Ja, also Sie zahlen Unterhalt. Ja. Ja, regelmäßig, jeden Monat. Ja. Ja. Und das war mal anders, aber hat sich geändert. Aha, schön, das freut mich. Okay. Vielen Dank, auf Wiedersehen, alles Gute. Wo ist die Frau? Erfolgsnachricht. Ja. Ja, nein, nein, wir sind jetzt hier, wir haben den angesprochen und es gibt auch eine ladefähige Anschrift für Gerichtsvollzieher, ja. Und da hat er auch ein Schild und da steht ganz klar drauf im Ingenieurbüro und er hat gesagt, er zahlt regelmäßig und halt jeden Monat. Für Frau K. ist das Ganze eine stille Genugtuung. So, hallo. Du bist Michel. So, dann wollen wir mal schauen und los geht's. So, das ist dein Auto, ne? Ja. So, nein, ja. Ja, das ist er. Unverkennbar. Ja. Das ist wahrscheinlich dein Kompagnon, der da sitzt, ne? Kennt ihn jemand? Den anderen, den kenne ich nicht. Ich hätte das nie herausfinden können. Mhm. Ja. Er hat es auch nie gesagt. Ja. Mhm. Und ich habe auch immer gesagt, wenn irgendwas mal wäre mit der Michelle, ich könnte den gar nicht erreichen. Ich habe weder eine Telefonnummer noch eine Adresse. Ja, auch nicht. Die hat ja nicht gestimmt, ja, die ganzen Jahre über. Doch, von daher bin ich wirklich froh. Ja. Eine Woche später treffen wir Frau K. wieder. Ihr Mann hat inzwischen, aufgeschreckt durch Kamera und Detektiv, 6.000 Euro bezahlt. Doch das ist noch lange nicht das, was er schuldet. Zur Zeit der Trennung war Frau K. Hausfrau. Sie machte eine Umschulung, fand Arbeit. Erst seit 2 Jahren geht es aufwärts, kann sie sich diese Wohnung leisten. Haben Sie denn den Eindruck, Ihr Mann hätte zahlen können? Oder war er selber in so einer schweren Situation, dass er gesagt hat, ich habe keinen Job, es geht mir schlecht, ich kann gar nicht zahlen? Nee, den Eindruck hatte ich nie, weil er halt immer mit ziemlich viel Geld unterwegs gewesen ist. Die ankam immer im schicksten Tuch. Ich war ja auch manchmal bei den Wochenenden. Und da haben wir halt auch immer was gemacht, Freizeitpark, essen gegangen. Hast du mal gesagt, sag mal, wieso zahlst du nicht mal ein bisschen, wenigstens, dass das Taschengeld von dir kommt oder so? Nee, das macht er nicht. Und warum nicht? Hat er mal begründet, warum nicht? Das ist, weil er kein Geld hat. Hat er denn wenigstens mal gesagt, brauchst du einen neuen Mantel oder neue Schuhe oder? Nee, gar nicht. Wir fahren zu Timo Schäffer. Der Mann ist Polizist. Jahrelang hat er für seinen Sohn Unterhalt bezahlt. Seit 3 Jahren wohnt der Sohn wieder bei ihm. Nicht nur Männer werden knausrig, sobald sie die alte Familie verlassen haben, erfahren wir hier, auch Frauen verhalten sich so. Dennis' Mutter hat inzwischen wieder geheiratet und mit dem neuen Mann auch wieder Kinder. Doch jetzt, klagt Timo Schäffer, zahle seine Ex-Frau keinen Cent Unterhalt. Sie verdienen nicht genug, sage sie. Und Jugendamt und Gericht nehmen diese Behauptung hin, ohne genauer hinzuschauen. Er als Mann dagegen werde genau überprüft und durchleuchtet. Ihm wurde sogar nahegelegt, zusätzlich zu jobben, um den Unterhalt zahlen zu können. Für seine Ex-Frau gelte das alles nicht. Natürlich gibt es Rabenväter bei uns in Deutschland, aber in meinem Fall sagen wir, es gibt auch Rabenmütter, die sich gar nicht um die Kinder richtig kümmern oder in dem Fall jetzt auch keinen Unterhalt bezahlen und sich dann
versuchen, ihrer Pflicht da zu entziehen. Ja, als ich halt noch bei denen gelebt habe, musste sie halt oft arbeiten gehen, hatte halt wenig Zeit für uns, hat bis spät in den Abend hineingearbeitet, kam dann unter nachts nach Hause. Sie zahlt kein Taschengeld, sie zahlt nicht regulärer Unterhalt. Ich wäre schon zufrieden oder einverstanden mit ihr, wenn sie wenigstens ein bisschen was für Dennis bezahlen würde. Mhm. Ja, damit das Kind wenigstens was hätte von seiner Mutter. Ich meine, sie ruft nicht an zum Geburtstag, sie ruft nicht an zu Weihnachten bei ihm. Sie schenkt ihm keine Geburtstagskarte oder kein Geburtstagsgeschenk. Und das sind eigentlich alles Sachen, die normal wären für eine Mutter. Sie hat früher in der Kneipe gearbeitet. Nach eigenen Angaben hat sie damals 1600 Euro netto verdient. Mhm. Als sie plötzlich Unterhalt zahlen sollte für Dennis, hieß es, sie verdient nur noch 100 Euro im Monat. Und dann habe ich auch dem Jugendamt erklärt, wer geht heutzutage für 100 Euro im Monat arbeiten? Am nächsten Morgen rufen wir bei Dennis' Mutter an. Rita Knobel-Ulrich vom Norddeutschen Rundfunk. Wir haben gestern Ihren Sohn Dennis kennengelernt und auch den Vater. Und Ihr Sohn und auch der Vater sagen, Sie zahlen keinen Unterhalt, obwohl das Kind ja beim Vater lebt. Stimmt das? Das stimmt, Und warum zahlen Sie keinen Unterhalt? Sie verdienen nicht genug. Ihr Sohn sagte, dass Sie eigentlich sehr viel arbeiten. Ach, das tun Sie nicht mehr. Dürfen wir mal zu Ihnen kommen, dass Sie uns vielleicht mal Ihre Sicht der Dinge schildern? Das möchten Sie nicht so gerne. Gut, dann bedanke ich mich sehr für Ihre Auskunft. Vielen Dank. Wir hören. Nun interessiert uns, ob der Detektiv im Fall Richter fündig geworden ist, denn nur bei wenigen Verweigerern ist wirklich nichts zu holen. Oft arbeiten Rabenväter mit allen Tricks, stehen angeblich ohne Geld da, leben aber bei der neuen Freundin oder Mutti. Und denken Sie, dass die Frau Richter nun Chancen hat, an ihre Kröten zu kommen? Ich denke mal nicht. Ich denke schlecht. Also wir haben ja jetzt schon längere Zeit da gestanden, ob observiert und ja. Ermittlungen durchgeführt. Es sieht danach so aus, dass er wirklich offiziell nur diese 900 Euro hat. Also, dass er nicht arbeiten dass geht, nicht auch nicht arbeiten, Spaß arbeiten geht? Nee, ich denke mal, das ist einfach mal ein fauler Hund, ja? Ja. Ja, also, weil wenn der, ich meine, so krank sieht er ja wirklich ja nicht aus. Ja. Also, ich denke, der könnte arbeiten gehen, wenn er wollte, aber der weiß, wenn er über die 900 Euro kommt, würde man ihm was abnehmen. Ja. Genau. Jetzt wollen wir den Rabenvater besuchen und uns selbst ein Bild machen. Ja, der kommt gerade rein. Wir stellen uns vor und der Mann lässt uns in die Wohnung. Den dürfen Sie sich gerne mal angucken. Ja. Ganz frisch ist der. Ja. Hier ist seine Kameradin. Was heißt das? Also Sie bekommen Arbeitslosengeld 2. Ja. Klar, aber nun sagt ihr, deswegen frage ich, ob Sie nicht dazu Stellung nehmen wollen, weil Ihr Sohn sagt, Sie führen einen ganz aufwendigen Lebensstil, Sie haben Sie machen große Reisen, Sie haben ein teures Hobby mit Funken. Und so, und dann sagt er, und für mich hat der Papa keinen Pfennig. Und deswegen bin ich hier, damit Sie einfach mal sagen können, wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Sie sehen ja selber hier. Sehen Sie irgendwie Saus und Braus? Nicht unbedingt, ja. Was das Auto anbetrifft, ist meins. Nicht mein Sohn zu. Ist meins. Also die Reisen, die Sie gemacht haben mit ihm, die haben nicht Sie finanziert, sondern Ihre Mutter, oder wie? Nee, ich. Ich habe das finanziert. Und Sie haben seit 10 Jahren überhaupt keine Arbeit. Also auch nicht Zeitungen austragen oder mal im Lager irgendwo arbeiten oder Brötchen verkaufen. Kriegen Sie eine Stelle zum Austragen, dann nehmen Sie Jugendliche. Und der Selbstbehalt ist, das wäre 900 Euro. Ja. Und da käme ich ja mit Bündchen links, auch wenn ich jetzt wollte und so weiter. Soll heißen, für 900 Euro lohnt sich das Arbeiten nicht. Hartz IV ist sehr viel bequemer. Rabenvater Detlef Bräunig hat sich nach Thailand abgesetzt. Auch eine Möglichkeit, sich vor Unterhalt zu drücken. Er nennt das Vornehmen Auswandern. Wir verabreden uns mit ihm. Detlef Bräunig hat sich vor seiner Flucht vom Flughafen aus bei seiner Ex-Freundin abgemeldet und ihr mitgeteilt, von ihm werde sie nie wieder Geld bekommen. Für verantwortungslos hält er sich deswegen nicht. Seine Ex-Freundin und deren Anwältin hätten ihn fertig gemacht, Briefe in die Firma geschickt, ihm die Polizei auf den Hals gehetzt. Trotz anstrengender Arbeit wäre ihm nur das Existenzminimum geblieben. Das heißt, wahrscheinlich bekommt jetzt ihre Ex-Freundin Hartz IV und das Kindunterhaltsvorschuss vom Jugendamt.
Das weiß ich nicht. Es liegt ja in Ihrer eigenen Hand, entweder arbeiten zu gehen oder Sozialleistungen zu empfangen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt ein Zuschauer das sieht, dass dem das Messer in der Tasche aufgeht, weil er sagt, Mensch, der sitzt da am Meer unter der Palme und ich als Steuerzahler muss für dessen Kind und für dessen Ex-Freundin für den Unterhalt aufkommen. Da kriege ich die Wut. Ich kann das verstehen, aber er richtet dann diese Schuldzuweisung an die falsche Adresse. Grund ist das Gesetz, dass die Unterhaltslänge unbestimmt ist, dass die Unterhaltshöhe unverschämt hoch ist, gerade Betreuungsunterhalt für die Ex-Frau. Es gibt Männer, die zahlen 18, 20 Jahre lang, weil die Frau einfach nicht arbeiten gehen kann. Dafür führt uns Detlef Bräunig nun vor, dass wenigstens er ein hart arbeitender Mitbürger ist. In Deutschland hat er gut verdient, war Bauingenieur, fuhr einen teuren Firmenwagen, hatte eine große Wohnung. Hier lebt er bescheidener, hat umgeschult, entwirft Webseiten für Ausländer, die in Thailand Geschäfte machen. Detlef auf Kundenbesuch. Ja, und dann was rein, was, die müssen unbedingt noch eingespielt werden in die neue Seite, die ich jetzt mache, die heißt ja Commercial Pop Art, und da müssen die rein. Okay? Alles digitalisiert. Machen wir jetzt drin, alles fertig, okay? Soll ich hier am Mittwoch den mitbringen für den Funk? Oder soll ich am Montag mehr arbeiten? Detlef Bräunig hat ein Büro mit 4 Angestellten, vermietet auch Zimmer an Touristen und will nie wieder nach Deutschland zurück. Der Schaden, der dem deutschen Staat durch seinen Wegzug entstanden sei, beziffert er auf 45.000 Euro jährlich durch entgangene Steuern und Unterhaltsleistungen. Der Mann hat eine Mission. Ex-Frauen müssten eben arbeiten. Nach dem neuen Unterhaltsrecht haben sie nur 3 Jahre Anspruch auf Unterstützung. Doch das ist für ihn ein Riesenbetrug. Also in den Augen eigentlich aller sind sie ein richtiger Rabenvater, der im Grunde genommen seine Unterhaltsverpflichtung an den Steuerzahler abgibt. Denn jetzt kriegt die Ex-Unterhaltsvorschuss auf Kosten des Steuerzahlers. So geht das aber auch nicht, finde ich. Ich war also nicht verheiratet. Damit hat die Mutter des gemeinsamen Kindes das alleinige Sorgerecht, aber auch die Sorgepflicht des Kindes. Ich werde degradiert zum Zahlvater, ausschließlich zum Bezahlen. Ich habe keine Rechte an der gemeinsamen Tochter. Weder, wo geht sie mal in den Kindergarten, wo geht sie in die Schule, nichts. Das Recht und die Pflicht liegt ausschließlich bei der Mutter. Und beim Staat. Der Staat hat die Gesetze ja so gemacht. Also ist der Vater entweder der Staat oder die Mutter in einer Person. Nein, ich kann es nicht sein. Na gut, aber Sie haben ja das Kind unbestritten gezeugt. Wer es nicht gezeugt hat, ist der Steuerzahler. Und der muss nun zahlen, also in Gestalt des Jugendamtes. Das ist doch auch nicht okay. Ich verstehe, dass für eine gewisse Übergangszeit Unterhalt gezahlt werden muss, auch für die Ex. Das verstehe ich. Aber er soll definitiv zeitlich begrenzt sein, ohne jegliche Ausnahme. Im Moment gibt es ja so viele Ausnahmen, dass die Unterhaltsdauer ja praktisch lebenslänglich ist. Ich würde ihm sagen, definitiv 2 Jahre, Schluss, Ende, aus. Danach ist sie eigenverantwortlich. Einmal in der Woche geht der Mann aus, mit der neuen Freundin. Seine Darstellung ist kalkuliert, die Ex soll sich schwarz ärgern. Der Mann fühlt sich sicher. Ein Auslieferungsabkommen wegen Unterhaltsschulden gibt es nicht. Haben Sie keine Angst, dass man Sie doch noch mal irgendwann erwischt? Wo denn? Na, hier in Thailand. Nirgendwo. Weder hier in Thailand noch woanders. Überhaupt nicht. Sie kriegt keiner oder wie? Mich kriegt keiner. Und Angst habe ich auch nicht. Kein schlechtes Gewissen? Null. Doch zu sicher sollte er sich nicht sein. Wir stoßen im Internet auf Karl Wilk. Im Moment ist er in Polen und wurde in Abwesenheit zu 8 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt, wegen Unterhaltsschulden. Wir rufen ihn an. Sie werden mit einem Haftbefehl gesucht in Deutschland? Der Staatsanwalt hat also festgestellt im Strafbefehl, ich hätte 100.000 Euro Unterhaltsschulden. Ja. Ich habe nämlich meinen Unterhalt nie an meine Frau geschickt, sondern immer an meine Kinder. Und das hieß, wenn man ihre Papiere kontrolliert, sie festhalten würde? Sie können mich festhalten, nehme ich mal an. Ach so. Die können mir meine Taschen ausräumen, die können mir alles wegnehmen, was ich habe. Gut, das heißt mit anderen Worten, wir treffen uns in Warschau. Dann kommen wir zu Ihnen. Aus. Gut. Auch Karl Wilk hat von einer Flucht erzählt.
quer durch die Welt. Malaysia, Indonesien, Singapur. Zurzeit arbeitet er in Schweden und hat eine Wohnung hier in Warschau. Seine einzige Verbindung nach Deutschland sind seit seiner Scheidung vor 6 Jahren Internet, Kabelfernsehen, deutsche Zeitungen. Karl Wilk hat das Recht in seine Hände genommen. Er sollte 3.500 Euro Unterhalt für seine Frau und 4 Kinder bezahlen. Zu viel, befand er. Seine Einkünfte als selbstständiger Bauleiter seien unregelmäßig und für ihn kaum etwas übrig geblieben, argumentiert er. So zahlt er nur das, was er selbst für richtig hält. Zu wenig, befand die Staatsanwaltschaft. Haben Sie denn auch Angst, dass die Staatsanwaltschaft Sie hier in Polen erwischt? Es schwingt natürlich auch eine Angst mit, weil ich muss lebensfähig bleiben, damit ich meine Kinder weiter unterhalten kann, damit die ihre Ausbildung machen können. Und das ist praktisch die einzige Sorge. Angst nicht direkt. Ja, das heißt, Sie schicken Ihren Kindern regelmäßig Geld? Das mache ich. Das ist auch nachvollziehbar und das ist auch beweisbar. Meine Kinder bekommen von mir jeweils 500 Euro. 2 meiner Kinder. Bei einem Café in seiner Warschauer Wohnung erzählt Karl Wilk. Nach der Scheidung seien die Fetzen geflogen, eher in den Ruin getrieben worden. Erst konnte er die Zinsen für das Haus nicht mehr zahlen, dann kündigte die Bank den Kredit, das Gehalt wurde gepfändet, er war erledigt. Seine Kinder haben ihn ab und zu besucht und die Staatsanwaltschaft kam ihm auf die Spur. Das ist die Familie zu dem Zeitpunkt, als ich damals meine Scheidung erlebt habe mit meiner Frau. Mhm. Als meine Frau zu mir gesagt hat, du wirst bluten, dich mache ich fertig. Und da muss ich leider sagen, da hatte sie wohl recht. Meiner Frau wird sozusagen ja der Lebensstandard gesichert mit der Unterhaltszahlung. Mhm. Und mein, wie soll ich sagen, mein Lebensstandard spielt dabei keine Rolle. Mhm. Welcher Mensch ist motiviert zu arbeiten auf immer und ewig für Existenzminimum? Mhm. Ich nicht. Das Wort Rabenvater lässt Karl Wilk für sich nicht gelten. Als ihm seine Kinder bei einem Besuch erzählten, die Mutter habe einen neuen Freund, fühlte er sich umso mehr im Recht. Den selbst festgesetzten Unterhalt hat er nur an 2 seiner 4 Kinder und nie an seine Ex-Frau überwiesen. Er zeigt uns die Quittungen. Ich will an meine Kinder Unterhalt bezahlen und alles andere interessiert mich nicht. Hm. Und was sie auch immer. Sollte er nicht mehr zahlen können und doch noch ins Gefängnis müssen, hat Karl Wilk schon einen Ausweg in petto. Er würde zum Islam übertreten, einen neuen Pass beantragen. Im Nahen Osten hofft er, sieht man das Ganze nicht zu eng. Dort werden Frauen einfach verstoßen. Ich werde auf gar keinen Fall ins Gefängnis gehen. Das Einzige, was man machen kann, wenn man nicht ins Gefängnis will, nach meiner Ansicht, man kann im Grunde genommen, man muss in einen Staat auswandern, wo praktisch das Haager Abkommen nicht gilt. Und das sind das Staaten wie Iran oder Saudi-Arabien oder wie auch immer. Wir fahren zu Frau Wilk. Sie hat vor 6 Jahren ihren Mann mit den Kindern verlassen. Seitdem kämpft sie um Unterhalt, wirft ihm vor, mit Hilfe seiner Firma seine Einkünfte gezielt zu verschleiern. Frau Wilk ist mitten im Umzug. Das Haus, das sie nach der Trennung für sich und die Kinder angemietet hatte, ist ihr zu teuer geworden. Die größeren Kinder sind inzwischen ausgezogen. Nur noch ein Sohn lebt bei ihr. Schwer sei es all die Jahre gewesen, hat sie schon am Telefon erzählt. Wegen der Kinder hat sie während ihrer Ehe nicht gearbeitet und musste nach der Trennung beruflich wieder von vorne anfangen. Entsprechend mager ist ihr Gehalt. Dass ihr Ex-Mann manchmal an die Kinder Geld geschickt hat, war für sie keine Hilfe. Die letzten Jahre, was er den Kindern gegeben hat, ist nichts in die Haushaltskasse geflossen. Mhm. Nichts für Miete, nichts für Verpflegung, nichts für Leben, für zusätzliche Sachen, was die Kinder brauchten, nichts. Das heißt, er hat das Geld, was er für die Kinder aufgewendet hat, denen direkt zukommen lassen und da ist nichts in ihre gemeinsame Familienkasse geflossen. Richtig. Ja. Und das hat ihnen das Leben schwer gemacht. Sehr. Weil ich nun mal nicht so viel verdiene und es kommen immer noch zu den festen Kosten immer wieder auch überraschende Sachen, zusätzliche Kosten, die nicht über waren. Ich habe Klassenfahrten bezahlt, die habe ich abgestattet, da waren die Kinder aus der Klassenfahrt schon wieder zurück.
Dann brauchten sie eine Brille und alles Mögliche. Sabine Wilk fährt zum Rechtsanwalt. Ihr Mann sei ein Rabenvater, sagt sie, denn sporadische Geldzahlungen an zwei der vier Kinder würden seiner Verantwortung nicht gerecht. Ich bin jetzt sozusagen der Vater, der das Geld verdient, und abends bin ich dann nochmal die Mutter, die sich um Haushalt und Kinder kümmert. Hm. Ich mache zwei Sachen und dann kriege ich nicht mal finanzielle Unterstützung von meinem Mann. Und das ist das, was ich als schäbig empfinde. 100.000 Euro Unterhaltsschulden sind inzwischen aufgelaufen. Um das Gehalt ihres Mannes irgendwo in der Welt zu pfänden, muss Sabine Wilk teure Übersetzungen anfertigen lassen und kommt meist doch zu spät. Sie und ihr Anwalt sind sicher, die Firma ihres Mannes deckt ihn. Hier haben wir einen Mann, der hat hervorragend verdient. Dieser Mann hat von dem Tage an, als es klar war, dass die Trennung vollzogen würde, seine Tätigkeit umgestellt und ist ins Ausland gegangen. Er hatte Auslandserfahrung, es war für ihn leicht. Er hat dann im Prozess Verträge vorgelegt, von denen eigentlich jeder wusste, dass das nicht dem entspricht, was er tatsächlich macht. Also er hat sein Einkommen nach Ihrer Auffassung verschleiert oder runtergerechnet. Er hat uns einen Vertrag vorgelegt, von dem sogar die Mitarbeiter derselben Firma gesagt haben, das ist nicht das Einkommen, was er tatsächlich hat. Anders als andere Frauen hat Frau Wilk den Kontakt ihres Ex-Mannes zu den Kindern nicht unterbunden. Mit seiner Tochter telefoniert er regelmäßig, besonders gerne vor der Kamera. Ja, ich wollte nur mal hören, wie es dir geht. Und ich wollte auch mal wissen, was du so machst im Moment. Hast du noch Geld? Na, das ist ja gut. Wann kriegst du denn jetzt nur deine Zeugnisse? Nächste Woche. Du hast ja gesagt, du hast keine 5, ne? Das hört sich gut an. So, hast du denn noch mal vor, deinen Vater zu besuchen hier oder nicht? Muss mir nur noch mal genau sagen, wann. Und dann machen wir das entweder in Polen oder in Schweden, je nachdem, wo ich gerade bin. Okay? Dann bis bald, ne? Tschüss. Wir fahren zu dem Verein Väteraufbruch für Kinder. Dort erfahren wir, es gibt Frauen, die ihre Wut auf den Ex-Mann über die Kinder austragen. Heike Dietrich hat Tag für Tag verzweifelte Väter am Telefon, deren Beziehung zu ihrer Frau gescheitert ist, die aber trotzdem die Verbindung zu den Kindern behalten wollen. Und oft läuft es auf einen erbitterten Kampf hinaus. Unterhalt gegen Kontakt zu den Kindern. Hallo? Ja, hallo, was kann ich für Sie tun? Wie lange haben Sie die Kinder jetzt nicht mehr gesehen? Ein halbes Jahr. Und können Sie mit Ihrer Ex-Frau denn überhaupt noch sprechen? Gar nicht mehr. Ich würde auf jeden Fall versuchen, mich im Gütlichen mit der Frau zu einigen, weil es geht um die Kinder. Der Unterhalt hat nichts mit dem Umgang zu tun. Das muss man ganz strikt trennen. Okay, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Es ist teilweise, dass wirklich gestandene Männer anrufen, die erzählen ja auch, und aus dem Gespräch erfährt man dann, dass es Geschäftsleute sind, eigene große Firmen haben. Die sind dann am Telefon und fangen manchmal bitterlich an zu weinen, weil sie nicht mehr weiter wissen. Nun hat man in der Öffentlichkeit bisher immer so den Eindruck, viele Väter wollen gar keinen Umgang mit ihren Kindern oder lassen sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Das ist nicht Ihre Erfahrung. Absolut nicht. Also die Väter, die sich bei uns melden, ich möchte nicht ausschließen, dass es sowas nicht gibt. Gibt es bestimmt. Nur die Väter, die sich bei uns hier melden, und wie gesagt, es sind sehr, sehr viele, möchten Umgang mit ihren Kindern. Sie möchten für ihre Kinder da sein. Sie möchten für ihre Kinder sorgen. Sie möchten sehen, wie ihre Kinder aufwachsen. Sie möchten halt ein ganz normaler Vater sein. Und das wird ihnen durch die Mütter, teilweise durch Jugendamt, durch unsere Gerichte halt oft verwehrt. Wie erklären Sie sich, dass manche Frauen den Umgang des Vaters mit den Kindern unterbinden? Manchmal ist es halt so, dass man da mit dem Vater nochmal richtig einen reinwürgen kann. Er hat mich verlassen, jetzt soll er dafür bestraft werden. Genau. Er liebt seine Kinder über alles und damit kann man ihn dann noch richtig treffen. Heike! Ja. Der Lebensgefährte von Heike Dietrich, Bertram Lange, ist selbst ein entsorgter Vater. Was anderes erfahren? Mit seiner Ex-Frau verkehrt er nur noch über Rechtsanwalt und Jugendamt. Sein Sohn lebt bei ihm, seine Tochter bei der geschiedenen Frau. Er zahlt Unterhalt. Sehen darf er sie aber nicht.
Seine Frau erfinde ständig neue Ausreden. Gerichte und Jugendämter haben ihn aufgefordert, in ein möbliertes Zimmer zu ziehen, Zusatzjobs zu übernehmen, nur um seiner Ex-Frau höheren Unterhalt zahlen zu können. Sie zahlen den Unterhalt für Ihre Tochter, die bei der Mutter lebt. Ich zahle Unterhalt. Aber Ihre Ex-Frau zahlt den Unterhalt nicht für den Sohn, der bei Ihnen hier lebt. Genau. Mit welcher Begründung? Sie muss sich doch um eine Tochter kümmern, die jetzt 15, fast 16 Jahre alt ist. Sie muss sich doch um eine Tochter kümmern. Da kann sie doch nicht mehr arbeiten. Das geht doch gar nicht. Ja, aber Sie arbeiten ja auch. Ja, ich bin ja auch ein Vater. Das ist wieder was anderes. Ein Vater kann ja arbeiten gehen und sich um einen um den Sohn kümmern, der erst 12 Jahre alt ist. Das geht, das funktioniert. Also Sie fühlen sich ganz offenkundig ein bisschen angeschmiert. Ja, und das ist aber das sind halt die Gesetze hier in Deutschland. Das ist so. Man wird als Vater, ich weiß nicht, gar nicht so richtig wahrgenommen. Ein Vater, der sich um die Kinder kümmern möchte. Weil man hat ja immer noch das alte Bild, Mutter daheim, Vater holt das Geld und sowas, muss Unterhalt zahlen und sonst nichts. Aber dass jetzt hier ein Vater ist, der das miterleben möchte, wie die Kinder erwachsen werden, wie sie aufwachsen, er will damit dabei sein. Das haben die irgendwie bei Gericht oder Jugendamt nicht verstanden. Auch Detlef Bräunig in Thailand hat seit seiner Flucht keine Verbindung mehr zu seiner Tochter. Tut es Ihnen nicht um das Kind leid, also dass Sie gar keinen Kontakt zu Ihrer Tochter haben? Ich habe meine Tochter geliebt. Ich habe sie ja knapp ein Jahr lang erlebt. Das war also eine schöne Zeit gewesen. Es war also toll gewesen. Nur man hat mir gesetzlich das untersagt durch die geltenden Bestimmungen. Sprich, sie hat das Sorgerecht zu 100%. Und obendrein kommt noch, dass meine Ex knapp 600 Kilometer entfernt verzogen ist, sodass ich auch nicht die Möglichkeit habe, meine Tochter zu sehen. Es ist also völlig gleich, ob ich jetzt am Bodensee geblieben wäre oder ausgewandert wäre. Es ist gleich, meine Tochter kann ich nicht sehen. Also im Prinzip, bezahl möglichst viel, bezahl möglichst oft, dann bist du ein guter Vater zum Wohle des Kindes. Aber ich glaube, Geld kann nicht zum Wohle des Kindes sein. Erziehung, Liebe, das ist zum Wohle des Kindes. Vielleicht wäre Detlef Bräunig nicht geflüchtet, wenn er an Familienrichter Jürgen Rudolf in Cochem geraten wäre. Der hat in dem Modelstädtchen eine Art Revolution veranstaltet. Wir fahren zu ihm hin. Der Richter hatte den Aktenwust voller Wut und Hass satt. Oft, sagt er, sind Jugendämter, Richter und Anwälte schuld, wenn Kinder den Kontakt zu Vater oder Mutter verlieren. Viel zu oft werde entschieden, Kinder sollten einen Elternteil so lange nicht sehen, bis im Ehestreit Ruhe einkehre. Doch das ist meist der Anfang vom Ende, die dauerhafte Entfremdung von Vater oder Mutter. Ja, bitte. Guten Tag. Sie sind? Seine Lösung? Der Richter verordnet streitenden Eltern einen Berater, mit dem sie ihre Probleme klären müssen, bis sie wissen, dass sie ungeachtet ihres Krachs vor allem Eltern ihrer Kinder sind. Wenn um die Kinder gekämpft wird, dann und einer gewinnt, wenn es zum Beispiel die Männer, die Väter sind, die verhalten sich genauso, wie es häufig den Müttern vorgeworfen wird. Die Mittel, die Methoden, die, ich nenne es auch mal die Perfidität, die dabei eine Rolle spielen kann, die ist nicht geschlechtsspezifisch zu orten. Und dann beginnt man, ob man will oder nicht, Rabeneltern zu werden. Wie viele Eltern wissen eigentlich, dass Kinder Schuldgefühle, vor allen Dingen in so einem Alter zwischen 6 und 10 und 12 Jahren entwickeln, wenn ein Elternteil geht? Warum geht er? Bin ich es nicht wert, dass er bleibt? Was habe ich falsch gemacht? Ich habe Kinder erlebt, die gesagt haben, der Papa hat immer gesagt, ich sollte mit dem Hund Gassi gehen. Das habe ich aber nie gemacht. Wahrscheinlich ist er deshalb gegangen. Aber diese Kinder erzählen das den Eltern nicht. Die schleppen das jahrelang, manche Jahrzehnte lang mit sich herum und sagen, ich war es nicht wert, dass die Familie zusammengeblieben ist. Das muss was mit mir zu tun gehabt haben. Eltern kann man die Sichtweise ihrer Kinder vermitteln. Eltern wollen in der Regel nicht, auch wenn sie noch so sich gegenseitig noch so verletzt haben, aber dass es ihren Kindern schlecht geht, das wollen sie nicht. Und deshalb gibt es eine Möglichkeit, sie hier zu erreichen. Gina und Jason Steffes leben bei ihrer Mutter. Die verkrachte sich kurz vor der Geburt ihrer Zwillinge mit dem Vater der Kinder. Das Paar trennte sich und Elvira Steffes erlaubte dem Vater der beiden Kinder nicht, sie zu sehen. Der Vater wiederum schlug zurück. Zweifelte die Vaterschaft an, wollte keinen Unterhalt zahlen. Oh, alles gut.
Zum Glück geriet die Familie an Richter Rudolf. Erst ging die Mutter zum Vermittler, dann der Vater. Heute kennen die Kinder ihren Vater, besuchen ihn regelmäßig und können in der Schule und ihren Freunden stolz erzählen, dass auch sie einen Papa haben. Richter Jürgen Rudolf hat uns mit Familie Steffes in Verbindung gebracht. Er erinnert sich gut, dass damals die Schwierigkeiten unüberwindbar schienen. Doch der Richter machte Druck, zwang alle zur Einigung. Da war dann eben auch der Richter Rudolf. Und dann ein Wort gab das andere. Und wie gesagt, die Vaterschaft war geklärt. Er ist definitiv der Vater. Und daraufhin hat der Richter gesagt, so, Sie sind Eltern. Jetzt müssen Sie auch sehen, dass wir den besten Weg für die Kinder finden. Das ist ja klar. Er da, ich da, beide Fronten aufeinander, konnten gar nicht mehr miteinander sprechen. Und da sagte er, wir haben hier in Cochem eine Beratungsstelle und da gehen Sie hin. Wir beide natürlich so ein Gesicht gezogen. Ja, was soll man denn machen? Ja, okay, der Richter hat es angeordnet, dann müssen wir das auch machen. Der Richter hat auch nicht gesagt, Sie können, wenn Sie wollen, sondern er hat gesagt, Sie müssen. Ja, er hat gesagt, Sie müssen. Ja. Zum Wohle der Kinder. Und er hat auch vollkommen recht. Sehen Sie das heute so? Ja. Ja. Also, wenn er das nicht gesagt hätte, wären Sie dann wieder mit dem Vater der beiden ins Gespräch gekommen? Glaube ich nicht. Nee. Aber ich habe die Pflicht, meinen Kindern gegenüber die Möglichkeit zu geben, ihren Vater kennenzulernen. Das haben Sie doch nach einer Weile so empfunden. Das habe ich da gelernt. Ich habe das überhaupt nicht eingesehen, aber das ist so. Das Nur weil ich mit ihm nicht mehr kann, muss es ja nicht heißen, dass meine Kinder damit nicht können. Für mich vielleicht der Papa viel, weil wir brauchen ihn einfach. Das geht einfach nicht, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keinen Papa. Der einfach unnormal. Warum? Ja, weil jedes Kind hat einen Papa und dann ich nicht und... Nur dann wäre ich ja nicht da ohne Papa und deswegen, das geht einfach nicht. Wir haben ein super gutes Verhältnis zu dem. Und ja. Das ist doch prima. Ja, auch wenn ich ihn, und ich sehe dann auch regelmäßig und das ist schön. Also dir würde was fehlen, wenn du nicht hättest. Ja. Ja? Was würde dir denn alles fehlen? Da fehlt einfach so ein Teil vom Herzen, wie jetzt. Oder ein Teil vom Körper, wie jetzt ohne Lunge, können wir ja nicht atmen. Und so ist es mit dem Papa? Ja. Ja? Ja. Dass da ein ganz wichtiger Teil von dir fehlen würde. Ja. In Thailand hat sich die deutsche Botschaft bei Detlef Bräunig gemeldet und mit Passentzug gedroht. Nun hat er zugestimmt, wenigstens 42 Euro für seine Tochter zu bezahlen, mehr könne er nicht. Derzeit schreibt er an einem Buch mit dem Titel Die Unterhaltsflucht. Es gibt Tipps, wie sich Väter ihren Verpflichtungen entziehen können. Ob es Michelle hilft, auf ihren Vater stolz zu sein, der sich in seinem Büro verschanzt und für seine Tochter keinen Cent erübrigt? Und was ist mit Sebastian, dessen Vater sich in Hartz IV abgemeldet und keine Verbindung mehr zu seinem Sohn hat? Beherzte Richter müssen Rabeneltern zu einer Einigung im Interesse ihrer Kinder zwingen. Die Familiengesetze sind überall gleich. Dennis wartet weiter auf eine Geburtstagskarte und ein bisschen Unterhalt von seiner Mutter. Eltern haben Verantwortung für ihre Kinder, ein Leben lang.